Ja, hallo Stuttgart. Ja, wir haben eben über verschiedene Aspekte gehört, unter denen dieses Land abschmiert. Kommen wir mal zur Wirtschaft. Das ist eben auch schon kurz angesprochen worden, die Wirtschaft schmiert ab. Und weil das für viele doch recht abstrakt ist, mal ein paar Zahlen zum Warmwerden. Das wird vielleicht auch die etwas nachdenklich machen, die da, und das gönne ich Ihnen, das wird ja nicht mehr lange dauern, die da fröhlich vor sich hinschocken. Ich will mal ein paar Zahlen aus einem Bereich vorstellen, die sind ganz neu und die stammen aus dem Bereich der Nicht-Eisenmetallindustrie. Na, das wird für den einen oder anderen vielleicht nicht viel sagen. Also oben gibt es einen Daimler, einen Volkswagen, einen BMW und die machen ja nun nicht alles selber, sondern die kaufen bei den sogenannten OEMs zu, also Bosch oder ZF oder wie sie alle heißen. Und unter denen sitzen dann die Zulieferanten der Zulieferanten und die machen dann so Dinge wie irgendwelche komischen Winkel aus Kupfer für irgendwelche elektronischen Dinge oder die machen Gehäuse aus Zinkdruckguss für Bosch, in denen dann irgendwelche elektronischen Bauteile drin sitzen oder die machen zum Beispiel Leichtmetallfelgen für die Automobilindustrie oder andere Aluminiumdinge. Und diese ganze Wirtschaft, das sind die sogenannte Nicht-Eisenmetallindustrie, weil eben dort kein Eisen mit erfasst ist, dort arbeiten aktuell noch 107.000 Mitarbeiter in 630 Betrieben, die dort rund 35 Milliarden Euro Umsatz machen. Typische mittelständische Betriebe mit etwa nach diesen Zahlen 170 Mitarbeitern pro Betrieb und etwa 56 Millionen Euro Umsatz pro Betrieb. Also der typische deutsche Mittelstand, das heißt die tragende Säule unseres Wohlstandes und die eben die Vorlieferanten für weitere Schlüsselindustrien sind. Nicht nur Automotive, sondern Maschinenbau, Möbelindustrie, Bauwirtschaft. Überall sind solche Teile drin. Und 60% dieser Betriebe klagen aktuell nach den neuesten Quartalszahlen über einen existenzbedrohenden Auftragsrückgang. Da einerseits die Abnehmerindustrie nun ihrerseits vom Rückgang der Konjunktur betroffen sind und selber weniger ordern, und andererseits ist man unter dem internationalen Kostendruck nicht mehr wettbewerbsfähig. Wenn ein Daimler 1 Million Teile einkauft, dann ist es mal ein kurzes Telefongespräch nach China. Wenn man, das heißt, diese Teile sind schon weg, aber so mittlere Losgrößen, 10.000, 20.000 Teile, dann lohnt es sich oftmals nicht, nach China zu gehen. Und die sind im Augenblick bei den deutschen Zulieferanten, von denen es auch hier im Raum Stuttgart enorm viele gibt. Aber mittlerweile sind selbst Losgrößen von 10.000 bis 20.000 Teilen für den Standort Deutschland nicht mehr zu verteidigen, sind nämlich hier mittlerweile zu teuer. Schauen wir uns mal ein paar ganz konkrete Zahlen an. Zahlen, die das erste Halbjahr 2023 mit dem ersten Halbjahr 2022 vergleichen. Und 2022 war ja für die Industrie nun auch nicht gerade ein Glücksjahr. Auftragsvolumen bei Primäraluminium. -52% in einem Jahr. Auftragsrückgang bei Halbzeugen aus Aluminium. -10%. Press- und Ziehprodukte aus Aluminium. -15%. Aluminiumpulver -49%. Fertigung von Kupferlegierungen, -31% innerhalb von 12 Monaten. Walzpress-Ziehprodukte aus Kupfer -18% und Kupferpulver -13%. Blei-Zink-Zinnlegierung -33%. Halbzeuge aus diesem Metall -23%. Magnesiumlegierung, um Magnesium zu gießen, das ist so wirklich aufgrund der Gefährlichkeit des High-End der Gießereitechnik. -26% in einem Jahr. Also wir verteidigen nicht mal mehr das, was wir als Hightech hier an diesem Standort halten wollen. Wir verteidigen gar nichts mehr. Und dann über diese Zahlen ist natürlich kein Wunder, dass sich die Insolvenzen und Betriebsaufgaben in diesem Bereich zunehmend häufen. Letztes Opfer war Superior Industries, früher bekannt unter ATS Leichtmetallfelgen, mit weit über 500 Arbeitsplätzen an zwei Standorten, jeweils zwei Standorten. Seit 2 Wochen Insolvenz in Eigenregie. Bei Dohl und bei Dürkheim, das in der Nähe von mir, stehen auf der Kippe. Die Werke in Polen, Mexiko und in den USA laufen derweil auf Hochtouren. Hier ist doch irgendwas, was in diesem Land nicht richtig läuft. Und nicht nur in der Automobilindustrie, noch ein paar weitere Zahlen. Chemieindustrie. Abbau von 12.800 Arbeitsplätzen in den letzten 12 Monaten.
Die Chefs von Evonik, Lanxess und BASF erklären mittlerweile öffentlich, das sei ihnen gedankt, dass sie das so auf den Punkt bringen, dass die Chemieindustrie am Standort Deutschland keinerlei Zukunft mehr hat und können gleichzeitig mit zweistelligen Milliardeninvestitionen in den USA und China an. Da kommt dann Herr Habeck daher und appelliert an die Moral der deutschen Chemieindustrie. Lächerlich, Herr Habeck, Sie haben von nichts eine Ahnung. Diese Leute sind nicht mit der Rotkreuzbinde unterwegs. Diese Leute sind unterwegs, um ihre Aktionäre Geld zu verdienen und Arbeitsplätze zu schaffen. Und während der Chef des BDI, des Bundesdeutschen Industrie, Herr Russwurm, seit Wochen mit eindringlichsten Worten vor dem Zusammenbruch der Industrie und dem Ende des Wohlstands in Deutschland warnt, zieht der Chef des Metallverbandes aufgrund der aktuellen Situation das Fazit, und er hat einen großen Betrieb: Ich selber würde in Deutschland auf keinen Fall mehr ein Metallunternehmen gründen. Das ist die Situation in Deutschland. Und wie sagt Herr Habeck mit der ihm arteigenen Kombination aus Dummheit und Arroganz noch kürzlich mit Economist dazu? Die Wirtschaft ist nicht krank, nur ein wenig außer Form. Das ist eine Arroganz schwerlich zu überbieten im Angesicht dessen, dass hier Hunderttausende von Arbeitslosen demnächst auf der Straße stehen. Und dann kündigt Herr Habeck zum Beruhigung an, dass er erwarte, dass die Strompreise in Deutschland demnächst substanziell sinken werden. Herr Habeck, Sie sind ein ideologisch verblendeter Traumtänzer ohne jede Ahnung von wirtschaftlichen und technischen Zusammenhängen. Man kann die Ursache für das von Habeck und seinen Hintermännern verursachte wissenschaftliche Chaos in einem einzigen Satz zusammenfassen. Die Klimaziele wurden bisher weitgehend ohne Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und physikalischer Grundlagen politisch verabschiedet, in der Hoffnung, dass die technische Realisierung schon irgendwie gelingen werde. Dieser Satz ist nicht von mir, sondern aus einer Studie, die Thomas Metzel, ein sehr engagierter Privatmann, Maschinenbauingenieur und 40 Jahre lang Topmanager in der Industrie unter dem Titel Deutschland CO2-frei? Fragezeichen, Daten und Fakten zur Klimawende im August 2022 veröffentlichte. Eine sehr lesenswerte und über 50 Seiten fundierte Zusammenstellung auf Basis überall nachlesbarer Eckdaten und alle elementarischer technischer Zusammenhänge. Aus dieser umfangreichen Studie nur ein paar wenige Überlegungen, die zeigen, dass Habecks Vorgaben technisch und Wirtschaft auch nicht ansatzweise umsetzbar sind. Aktueller Strombedarf in Deutschland, Strombedarf, also nicht Energiebedarf, 550 Terawattstunden, davon etwa die Hälfte erneuerbar, also rund 50%. Davon noch fossil, weil alle Kernkraftwerke ja mittlerweile bewusst zerstört wurden, die anderen 275 Terawattstunden. Der erste Ansatz der Regierung: die 275 Terawattstunden fossil müssen umgestellt werden auf CO2-frei. Unglücklicherweise fällt beim Abschalten dieser thermischen Kraftwerke aber auch die Fernwärme weg, die aktuell ca. 4 Millionen Haushalte mit Wärme versorgt. Das entsprechende Stromäquivalent dazu wären auf Basis Wärme von Wärmepumpen weitere 60 Terawatt Strombedarf. In Summe also 335 Terawattstunden, die kurzfristig irgendwo herkommen müssen. Und dies ohne jede zusätzliche Nachfrage wie Elektromobilität, Wärmepumpen, Umstellung in Industrie auf Wasserstoff. Das ist darin gar nicht enthalten. Nur wenn man die fossilen abstellt, braucht man allein 335 Terawattstunden. Nun, 335 Terawattstunden sind für den normalen Bürger natürlich irgendeine Zahl. Die kann zwar richtig sein, kann man aber irgendwie nicht richtig einordnen. Spiegeln wir diese Zahl mal vor den 1500 Onshore-Windanlagen, die für das Jahr 2022 geplant waren. Alle diese Onshore-Windanlagen neuester Generation machen zusammen, was schätzen Sie? 335 müssen wir bringen, was schätzen Sie, was alle Windkraftanlagen Onshore letztes Jahr gemacht hätten? 12 Terawattstunden. 12 Terawattstunden und kurzfristig brauchen wir 335. Das heißt, wenn wir mit gleicher Geschwindigkeit unsere Landschaft mit Windrädern zubauen, dann können wir in 28 Jahren tatsächlich das erste Teilziel erreichen. Das heißt, den Strombedarf der abgeschalteten fossilen Kraftwerke decken. Aber diese 335 Terawattstunden sind ja nur ein einziger Aspekt, nämlich der Energieaspekt. Insgesamt, also der Substitutionseffekt, insgesamt reden wir, wie in dieser Studie von Herrn Metzel sehr transparent vorgerechnet wird, über sagenhafte 2418 Terawattstunden für ein CO2-freies Konzept zur Abdeckung des Energiebedarfs in diesem Land in den verschiedenen Abnehmersektoren. 2418 Terawattstunden und 12 macht der Zuwachs von Windrädern onshore pro Jahr dazu.
Dem stehen unabhängig von der technischen Machbarkeit natürlich erhebliche Investitionen gegenüber, die man auch bewerten muss. Und zwar sowohl auf der Versorgungsseite, also der Industrie, den Windparkbetreibern, den Stromnetzen und so weiter, als auch auf der Abnehmerseite, also Kauf von Elektroautos, Kauf von Wärmepumpen, Umrüstung der industriellen Produkte und so weiter. Insgesamt kommt die Studie auf Basis plausibler und für jeden nachvollziehbarer Annahmen auf der Abnehmerseite auf Investitionen von 2,85 Billionen Euro, zu denen auf der Versorgungsseite nochmal weitere 3 Billionen hinzukommen. In Summe sind dies dann 6 Billionen Euro, die die Energiewende an volkswirtschaftlichen Ressourcen in den nächsten Jahren bindet, wohlgemerkt ohne die bisher völlig ungeklärten Investitionen für die erforderlichen Speicher, ungeklärt, weil er heute im Stand der Technik gar nicht vorhanden. Auch 6 Billionen Euro sind natürlich eine Zahl, die sich der Vorstellungskraft des Normalsterblichen entzieht. Im Rahmen von Deutschlandpakt, Sondervermögen und Zeitenwende sind dies, ich würde mal sagen, 30 Doppelwumse zu je 200 Milliarden Euro, sollte doch eigentlich kein Problem sein, oder? Eigentlich kaum der Rede wert. Die Staatsverschuldung inklusive der EU-Garantie liegt ja ohnehin bereits bei 5,8 Billionen Euro und die 6 Billionen Euro, nein, den packen wir oben drauf. Das heißt, eine vierköpfige Familie hat dann aktuell statt 250.000 Euro anteilige Staatsschulden eben eine 500.000 anteilige Staatsschulden. Weil es für die meisten Familien vermutlich sowieso keinen großen Unterschied macht, ob man nun 250.000 oder eine 500.000 zusätzliche Staatsschulden bedienen soll. Zumal nach neuesten Zahlen 26% der Haushalte am Monatsende nicht einmal mal das Geld für Nahrungsmittel übrig haben und sich auch ohne unvorhergesehene Ereignisse, zum Beispiel den Zusammenbruch der Waschmaschine, Monat für Monat zwangsweise tiefer verschulden müssen. Lassen Sie mich noch einmal den bereits zitierten Satz aus der sehr verdienten Studie von Herrn Metzel wiederholen, der die aktuelle Lage exakt auf den Punkt bringt. Die Klimaziele wurden bisher weitgehend ohne Berücksichtigung technischer, wirtschaftlicher und physikalischer Grundlagen politisch verabschiedet, in der Hoffnung, dass der Rest irgendwie gelingen möge. Und wenn ich mir die letzten Nachrichten anschaue, in Bayern setzt man jetzt auf Kernfusion. Kernfusion. Also nicht Kernspaltung, sondern Kernfusion. Kernfusion ist für mich ein Thema, mit dem ich mich seit rund 30 Jahren beschäftige, jetzt nicht aktiv, sondern intellektuell. Und ich war sehr tief eingebunden in die damalige kalte Kernfusion von Pons und Fleischmann, die sich ja dann als Flop rausstellte. Und seitdem hat mich dieses Thema nicht losgelassen. Wenn Herr Söder sagt, wir beschäftigen uns mit Kernfusion, dann mag das sein, dass er sich damit beschäftigt. Damit kann man sich noch weitere 40 Jahre beschäftigen. Aber bis aus Bayern der erste Milliampere-Stunde an Kernfusionsstrom herauskommt, bis dahin ist dieses Land komplett am Ende. Das werden die gar nicht mehr erleben. Die bittere Erkenntnis, dass dieses Land auf breiter Front abschmiert, ist nun mittlerweile auch bei den Banken angekommen. Am 16. September, also vor 2 Wochen, habe ich in Magdeburg in meiner Rede über ein Bemerkungstreffen wichtiger Banker berichtet, an dem ich teilnehmen durfte. Bei dem Treffen wurde von den Bankern Tacheles geredet. Leider hinter geschlossenen Türen und namentlich nicht zitierbar. Nicht zitierbar, da die Vorstände zum Spagat verdammt sind. Einerseits mit hohen Gehältern, Kostgänger das System und damit politisch abhängig. Andererseits natürlich hochintelligente Menschen, sonst wären sie da nicht hingekommen, die sich trotz dieser Sachzwänge für die Zukunft der Bank und für die Zukunft ihrer Kinder sehr verantwortlich fühlen. Und in diesem Spannungsfeld versuchen sie in den letzten Monaten trotz erkennbarer Schieflage des Landes einen unpolitischen Schlingerkurs zu fahren, um wenigstens so ein bisschen darauf hinzuweisen, was da auf uns zukommt. Dies hat sich angesichts der nicht mehr zu ignorierenden Katastrophe nun seit wenigen Tagen geändert. Es hat sich geändert, weil die Kunden der Banken und damit auch sie selber durch die dilettantische Wirtschaftspolitik nun massiv in Schieflage geraten drohen. So vermelden die Sparkassenvorstände aufgrund der starken Wettbewerbsnachteile für deutsche Unternehmen 25-40% Einbruch bei der Vergabe von Investitionskrediten. Investitionskredite sind die Zukunft dieses Landes. Wenn keiner mehr investiert, sind wir ohnehin bald tot. Auch bei einem anderen Feld gab es einen starken Einbruch. In dem kurz vor dem totalen Zusammenbruch stehenden Baubericht liegt der Rückgang bei den Kreditvergaben aktuell bei etwas über 70%. Und im Handelsblatt redet Ulrich Carter, Chefsvolk der Dickerbanken, und erstmals öffentlich Klartext. Endlich redet er Klartext und fasst die Stimmung unter den Vorständen der größten deutschen Finanzgruppe unter der Überschrift SOS für die Standortbedingungen zusammen. Da der Standort Deutschland abschmiert, überrascht mittlerweile niemand mehr.
Aktuell kommt jedoch eine beklemmende weitere Botschaft hinzu. Die von Herrn Carter vertretenen Finanzmanager bezweifeln nämlich, dass sich in dieser erbärmlichen Situation in den kommenden 5 Jahren auch nur ansatzweise etwas zu besseren wenden wird. Und die Herren müssen es wirklich wissen. Und endlich stehen Sie auf, Herr Carter, endlich stehen Sie auf und bekennen für Ihren Industriezweig Flagge. Dies deckt sich mit dem Inhalt eines anderen Vortrages, zu dem ich als Unternehmer neulich eingeladen war. Ein Manager der Hessischen Landesbank, ja auch nicht ein Nobody, beleuchtete dort, leider ebenfalls hinter geschlossenen Türen und nicht zitierbar, im Detail nicht zitierbar, die wirtschaftliche Zukunft Deutschlands im Spiegel geopolitischer Zusammenhänge. Und das, was er dort mit umfangreichen Fakten belegte, fasste er wie folgt zusammen. Während sich die deutsche Politik mit feministischer Außenpolitik beschäftigt, und Brüssel versucht mit kleinteiligen Vorteilen tief in das private Leben der Bürger einzugreifen, teilen sich die strategischen Köpfe in den USA, den BRICS-Staaten zusammen mit Russland und den rohstoffreichen Ländern Amerikas und des Nahen Ostens die Welt längst geopolitischer Zusammenhänge und den begrenzten Ressourcen untereinander komplett neu auf. Deutschland kommt in diesem Spiel als Wirtschaftsmacht auch nicht ansatzweise irgendwie mehr vor. Während ich bei meinem ersten Vortrag, der genau diese Entwicklung bereits Anfang 2022 klar vorhersagte, noch als leicht verblödeter Querdenker beschimpft wurde, scheint die Problemdiagnose nun mittlerweile in der Breite der Gesellschaft angekommen zu sein. Aber es scheint uns noch viel zu gut zu gehen. Und so stellt Herr Carter immerhin der Chefsvolkswirt der DK Bank resignierend fest, es geht irgendwie kein Ruck durch Deutschland. Und dies, obwohl 57% der Deutschen in der kürzlich durchgeführten Umfrage angaben, sofort auswandern zu wollen, wenn es ihnen familiär und finanziell möglich wäre. Gleichzeitig gab die Hälfte der Betragten an, es macht überhaupt keinen Sinn mehr, sich in diesem Land auch persönlich für irgendetwas zu engagieren. Offensichtlich hat die Mehrheit der Deutschen trotz dauerhafter Berieselung durch die öffentlichen Rundrechtlichen mittlerweile verstanden, dass die aktuelle Politik kein einziges unserer aktuellen Probleme mit Realismus und Sachverstand wirklich anzugehen vermag. Und die Politiker nur an ihren eigenen Vorteil interessiert sind. Im Interesse des eigenen Machtadels werden die Probleme vielmehr über Wumms, Doppelwumms und Sondervermögen vertagt und unter inhaltsleeren Begriffen wie Zeitenwende, Deutschlandpakt, Deutschlandgeschwindigkeit zum unlösbaren Problem der nächsten Generation gemacht. Der Bürger hat auch erkannt, dass es für ihn keine reale Mitwirkungsgerechtigkeit in diesem System gibt. Und die Katastrophe kann er nun auch irgendwie nicht abwenden. Ich meine, ihr macht ja alles, was ihr machen könnt. Ihr geht auf die Straße, ihr zeigt, dass es so nicht weitergeht. Mehr könnt ihr zu Hause auch gar nicht machen. Und eben wurde München erwähnt, 3. Tag der Einheit. Es wird nicht nur München sein, es wird der Berlin sein, es wird Frankfurt sein, es wird Aschaffenburg sein. Überall gehen die Straßen, die Menschen auf die Straße sagen, diese Regierung muss weg. Dabei haben sich die bekannten Altparteien zu einer sozialistischen Einheitspartei zusammengeschaltet. Nach außen zwar eigenständig, nach innen aber gemeinsam konkret handelt und lediglich den Machterhalt der Parteiendiktatur insgesamt verpflichtet. Ein homogener Block, der seine politische Macht geschickt hinter einer Brandmauer absichert. Hatten wir in der Geschichte schon einmal, nannte sich damals ZK der SED. Die Verhaftung kritischer Stimmen wie Michael Baldig oder andere ist da vermutlich nur der laue Vorgeschmack auf das, was uns als Wiederholung unter dem Label DDR 2.0 demnächst sonst noch droht. Wir, die Bürger dieses Landes, können nun weiter zusehen, wie dieses Land mit atemberaubender Geschwindigkeit den Bach runtergeht und wie der Begriff Freiheit langsam einer Diktatur faschistoider Strukturen weicht. Oder wir, die bürgerliche Mitte, können uns erheben und gewaltfrei und auf demokratischem Weg diese Minderleister aus dem Amt entfernen. Manche hoffen dabei, in diesem Zusammenhang hat, dass die AfD so stark wird, dass sich die CDU in ihrer Existenz gefährdet sieht und aus dem ZK der SED ausschert. Andere hoffen auf Sarah, ohne vielleicht genau zu verstehen, was Sarah denn als One-Man-Show nun konkret gegen den Rest machen soll.
Dritten sagen, wir brauchen überhaupt keine Parteien mehr. Dieses System hat sich überlebt und mangels eigener Gestaltungsmöglichkeiten bestimmen wir uns besser aufs Privatleben. Auch eine Meinung. Diese Rückzug ins Private kann man durchaus verstehen, denn eine bessere ist aktuell nicht in Sicht. Die alten Parteien, wie gesagt, haben sich als ZK der SED im Parlament verschanzt. Die AfD ohne Aussicht auf eine eigene Mehrheit wurde hinter der Brandmauer kaltgestellt. Und Sarah, die Prinzessin, sicherlich sehr hochintelligent und eine tolle Frau, aber für die breite Mitte der Gesellschaft ebenfalls nicht wählbar. Dann noch ein paar Gestalten mit Rollatoren und Reichskriegsflagge. Naja, auch keine richtige Option. Dann lassen wir es doch, wie es ist, und schauen zu, wie dieses Land weiter vom Kartell der Altparteien als DDR 2.0 vor die Wand gefahren wird. Innenpolitisch abgesichert durch die Meldeportale als digitale Kopie der wiederbelebten Stasi unter Bundesgesinnungsministerin Nancy Faeser. Ich hoffe, sie kriegt am Machen eine derartige Klatsche in Hessen, dass sie danach auch im Bund nicht mehr zu akzeptieren ist. Und das ganze System flankiert von dem auf Linie gebrachten Verfassungsschutz unter Haldenwang und beklatscht von den auf Mainstream gebrachten öffentlichen Rechtlichen. Kommen wir damit zur Frage zurück und nun. Viele Bürger wählen als Zeichen ihres Protestes und mangels anderer Möglichkeiten mittlerweile die AfD. Man mag die AfD mögen oder nicht, darum geht es gar nicht. Aber eines sollte in einer wirklichen Demokratie Konsens sein. Wenn eine Partei, die bundesweit auf Platz 2 des Wählerwillens liegt, und an aktuellen Umfragen mindestens Sachsen, Thüringen und Brandenburg, vermutlich auch in fast allen anderen neuen Bundesländern, mit einem Drittel der Wählerstimmen sogar stärkste Partei ist, dann muss und wird diese Partei sicherlich Teil des demokratischen Erneuerung dieses Landes sein. Egal, ob man das mag oder nicht, das ist einfach Demokratie. Aber auch das ist klar, muss klar ausgesprochen werden oder wird klar ausgesprochen. Zu einer eigenen Mehrheit wird es nicht reichen. Die Mehrheit der deutschen Welt nämlich nicht die AfD. Auf die Frage, wie kommen wir da raus, gibt es in der Bewegung des demokratischen Widerstandes unterschiedliche Ansichten. Die einen wollen, wie Jürgen zum Beispiel, also Jürgen Totenhöfer, eine außerparlamentarische Opposition aufbauen, über Listen über die EU einziehen. Andere ziehen sich komplett zurück, versuchen ihr Leben in einer Parallelgesellschaft zu organisieren. Stichwort gallische Dörfer. Und die Dritten, zu denen ich mich zähle, akzeptieren, dass unsere Gestaltungsmöglichkeit ohne die direkte parlamentarische Partizipation nahezu null sind. Die Macht konzentriert sich nun mal im Parlament. Interessanterweise, das möchte ich hier betonen, stellen sich alle drei Fraktionen nicht nur menschlich sehr nah, sondern sind sich auch das Ziel der notwendigen politischen Veränderung völlig einig. Das Ziel muss es sein, dass die bisher schweigende Mehrheit die verfilzten Altparteien und die sie tragenden Strukturen entmachtet, gewaltfrei und auf demokratischem Wege. Denn wenn wir das nicht ganz schnell schaffen, dann folgt zwangsläufig die Transformation dieses Landes zu einer DDR 2.0 und dann ist der komplette wirtschaftliche Zusammenbruch dieses Landes nur noch eine Frage der Zeit. Und damit komme ich zu der in letzter Zeit immer öfter diskutierten Frage, wie schaffen wir es nun, Dutzende unterschiedlicher Bewegungen des demokratischen Widerstandes von links bis rechts, ohne die aggressiven Ränder zu einer schlagkräftigen politischen Einheit zusammenzuschweißen? Wie schaffen wir es, dass die kleinen Könige und Prinzessinnen in die zweite Reihe treten, und zwar freiwillig und gemeinsam von links bis rechts für ein übergeordnetes Ziel einbringen? Dazu bräuchten wir einen Teamchef, so eine Art Rudi Völler, der aus diesen Einzelspielern etwas Gemeinsames macht. Ein Teamchef bzw. ein Führungsteam, das selber später nicht auf dem Platz und vorne an den Schweinetrögen stehen will. Das aber alle Spieler auf dem Platz zutrauen, die Mannschaft später zum Sieg zu führen. Ein solches Team zu gründen, ist aktuell das, womit ich mich beschäftige. Und wenn mir dies gelungen ist, dann werde ich mich aus dem politischen Leben zurückziehen. Wir brauchen in diesem Team starke, parteiunabhängige Persönlichkeiten mit einer soliden Berufsausbildung, die es nicht mangels anderer Jobmöglichkeiten haben, sich über Listenplätze am Geld des Steuerzahlers zu bereichern. Authentische Persönlichkeiten, die es sich leisten können, ihr Ego hinten anzustellen, diesem Land im Team für eine begrenzte Zeit zu dienen. Ja, genau zu dienen und die nicht mit dem Ziel antreten, später als Lobbyisten und Massenverkäufer ihre eigenen Taschen zu füllen.
Möglichkeiten, die es mit einem überzeugenden Programm schaffen, die zersplitterte sozial-liberal-konservativ-liberal-bürgerliche Mitte links der AfD hinter sich zu vereinigen. Und zwar ohne Brandmauer. Denn von einer Brandmauer strategische Schachzug zur Erhaltung der eigenen Macht steht im Grundgesetz nichts. Mit anderen Worten, wir brauchen eine neue Partei, die im Gleichgewicht mit den politischen Kräften am rechten Rand dieses Land jenseits der Traumtänzerei ideologischer Vorgaben nicht gewählter NGOs wieder eine Zukunft ermöglicht. Und diese Partei muss auf einem weißen Stück Papier, neben dem lediglich ein Kugelschreiber steht, im Konsens aller anderen Parteien komplett neu gegründet werden. Niemand muss einer anderen Partei beibringen, damit es das Baby das Fliegen lernt. Wir müssen alle zusammen in einer neuen Partei das Fliegen lernen. Eine Partei, die auf den Werten der früheren Bonner Republik handelt und die es ablehnt, politisch Andersdenken hinter Brandmauer als rechtsradikal zu stigmatisieren. Die Menschen in Sachsen, Thüringen, Brandenburg und sonst wo sind nicht rechtsradikal, wie uns noch vor wenigen Wochen an beschämender Weise ein Michael Friedman auf der Tagung Demokratie in der Krise auf dem Hambacher Schloss zusammen mit Ricarda Lang auf Einladung des gleichgeschalteten SWR einzureden versuchte. Die Menschen in Ostdeutschland haben vielmehr ein sehr, sehr feines Gespür dafür, wo die Reise in diesem Land hingeht. Denn da, wo die Reise unter Faeser, Esken, Habeck und Hallenberg enden wird, da waren die Ostdeutschen schon einmal. Und auch damals führten staatliche Unterdrückung, ein gleichgeschalteter Rundfunk, Planwirtschaft und die damit einhergehende Verarmung, Unterdrückung und Bevormundung der Bevölkerung dazu, dass die Menschen das Land in den Wunsch nach Freiheit verlassen wollten. Der Wunsch nach Freiheit endete damals in Ostdeutschland bekanntlich hinter einer Mauer. Einer Mauer, die die herrschende Klasse zum eigenen Machterhalt errichtet hatte. Einer Mauer, die 89 fiel, weil die Menschen ohne staatliche Bevormundung in Freiheit und Frieden leben wollen. Auch heute sichern die Herrschenden ihre Macht hinter einer Mauer. Einer Brandmauer, die vom neuen ZK der SED, das heißt den verfilzten, korrupten Altparteien zum eigenen Machterhalt errichtet wurde. Aber auch diese Mauer wird demnächst fallen. Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenken, hat Rosa Luxemburg einmal mit hohem moralischen Anspruch für sich und für ihre Mitarbeiter formuliert. Und diesem Geist muss und wird die neue Partei der bürgerlichen Mitte für eine konstruktive Zusammenarbeit mit allen Menschen auf und ein, die sich im Respekt für Andersdenkende auf der Basis des Grundgesetzes gegen den Untergang dieses Landes wehren. Egal, ob diese Menschen AfD wählen oder nicht, das ist mir völlig egal. Und damit dies unter Hallenberg, Faeser und Co. überhaupt eine Chance auf Erfolg hat, müssen wir dafür sorgen, dass diese neue Partei nicht wie die Partei Die Basis oder seinerzeit die Piraten bereits im Gründungsprozess von Faesers Konsorten außen oder anderen Konsorten von außen gezielt unterwandert und dann von innen heraus zerstört wird. Dieser Weg hin zu einer neuen Partei muss professionell angegangen werden. Er muss strategisch geplant und knallhart durchfinanziert werden. Also nicht weiter dieses Rumgewuschel in der Chatblase von Telegram finanziert mit der Spendendose. Wobei anders ging es am Anfang nicht. Anders ging es nicht. Das ist jetzt keine Kritik, aber da muss ich jetzt was ändern. Diese Partei, und das ist die Konsequenz aus der bisherigen Erfahrung, diese Partei muss als Verein starten. Das heißt nicht nach dem Parteiengesetz organisiert werden. Denn wenn sie nach dem Parteiengesetz organisiert wird, dann ist sie sofort von außen angreifbar. Aber sie offen sein muss, das verlangt das Parteiengesetz. Wenn aber 20 oder 25 alleinstimmberechtigte Vorstände, die alle euren Spirit hier widerspiegeln, und da arbeiten wir gerade dran, Jürgen zum Beispiel ist jemand, der in diesem Team wahrscheinlich auch eine Rolle spielt. Das ist Frederik sein Sohn. Dieses Team, das muss das organisieren. Und nur dieses Team hat etwas zu sagen. Aber das wird sich natürlich an dem ausrichten, was ihr als Spirit auf die Straße, seit Jahren auf die Straße trägt. Und das wird ein Spiegelbild über die Menschen, die da auswählen, ein Spiegelbild dieser Bewegung sein. Und dieses kleine, kompetente Team, das von allen akzeptiert wird, muss Unterwanderung sich aufgewehrt werden in der Außendarstellung über Bürgerakzeptanz erarbeiten und erst kurz vor den Wahlen, wenn sich Millionen von Wählern mit den dort formulierten Ideen identifizieren und wenn klar ist, dass eine Partei, die auf der Basis dieser Leute gegründet wird, deutlich über 5% kommt, erst dann, wenn es für einen unterwandernden staatlich bekannte bezahlte Provokateure zu spät ist, erst dann darf sich diese Struktur mit einem ausformulierten Programm und klar benannten Feldspielern zur Wahl stellen. Bis dahin keine Parteitage, kein Gekummel um Pöstchen und Listenplätze, keine Selbstdarsteller aus der zweiten Reihe, die in den Talkshows geschickt von den Systemlinken der Öffentlich-Rechtlichen vorgeführt werden
Stattdessen Aufbau einer klaren Struktur mit einem klar ausformulierten Programm längs der Ideen der Bewegung. Da gibt es wahnsinnige Schnittmengen, egal ob das jetzt die Basis oder die Partei der Vernunft oder Bündnis 21 oder wie sie alle heißen. Es gibt diese Schnittmenge und die Schnittmenge ist so ausreichend groß und so extrem groß. Und da kann Sarah Wagenknecht und Jan Wehl von den Linken, ein hochintelligenter Mensch, die werden auch da eine Rolle spielen. Da haben wir schon wieder einen Namen genannt. Wir stehen für eine Bewegung von links bis rechts ohne die extremen Ränder. Weil auch der linke Teil, der bis jetzt, sagen wir mal in den 70er, 80er Jahren, noch adäquat von der SPD vertreten wurde, weil auch der ein Recht auf ein würdiges Leben hat. Deswegen müssen linke Menschen in dieser Partei auch dabei sein. Und da mache ich, das mag vielleicht dem anderen, der mehr oder weniger rechts steht, mag das nicht gefallen, aber die Linken und die Rechten, die werden sich gegenseitig in ihren Ideen befruchten und einen gemeinsamen Stil in der Mitte definieren. Und erst kurz vor der Wahl wird dieser Verein in eine Partei umgewandelt, in der Wähler dann am Tag X auf den Partei, ja, auf dem Wahlzettel diese Partei ankreuzen können. Im Schulterschluss einiger Dutzend Bewegungen der bürgerlichen Mitte arbeiten wir aktuell an diesem Konzept. Viele sind euch von den Demonstrationen bekannt, von der Straße. Und wir werden die 57%, die aus diesem Land am liebsten sofort auswandern würden, davon überzeugen, dass Deutschland unter einer neuen Führung der bürgerlichen Mitte jenseits der abgewirtschafteten alten Parteien eine Zukunft hat. Und wenn es uns gelingt, bei der nächsten Wahl 2025 erfolgreich die parlamentarische Machtfrage zu stellen, dann werden wir in diesem Land aufräumen, und zwar gewaltfrei, mit großem Respekt für Andersdenkende, aber in der Sache völlig kompromisslos. Wir werden in diesem Land aufräumen mit der Korruption der politischen Granden, der Machtdominanz der Parteien und den ganzen systemabhängigen Versagern in den politischen Strukturen und Stiftungen. Wir werden den Bundestag auf 300 Mitglieder verkleinern, den von Wählern nicht legitimierten NGOs und ihren subtilen Hintermännern die Finanzkraft entziehen und ihnen und den anderen Lobbyisten den Zutritt zum Parlament untersagen. Wir werden es nicht länger dulden, dass Thinktanks im Ausland die Gesetzesvorlagen der deutschen Politik vorformulieren und die Parlamentarier diese ohne demokratische Legitimation der Politik einfach nur noch umsetzen und damit das Land steuern. Diese Art von Egoismus, fremdgesteuerter Egoismus, wird in diesem Land zukünftig als Straftat verfolgt werden. Wir werden die Weisungsbefugnis der Exekutive gegenüber den Staatsanwälten beenden und so die Unabhängigkeit der Justiz und deren Handlungsfähigkeit wiederherstellen. Mit uns wird es einen zweiten Fall Detmar oder Michael Ballweg nicht geben. Und wir werden jede Art von Meldeportalen verbieten, die nichts anderes sind als der Versuch, die Methoden der Stasi und der Gestapo zu reaktivieren. Wir werden der Öffentlich-Rechtlichen auf das notwendige Minimum einer objektiven Berichterstattung zusammenstutzen und die GEZ-Beiträge entsprechend drastisch reduzieren. Und wenn danach noch weiterhin polarisiert gegen uns gearbeitet wird, dann werden wir mit unserer Mehrheit, die wir dann haben, den öffentlichen Rundfunk ganz abschaffen müssen. Und wir werden, das sage ich jetzt als Unternehmer, die ganzen überflüssigen und produktiven Strukturen der Verbände, der IHKs, der Handwerkskammern und sonstiger Parasiten abschaffen. Wir werden die universitäre Landschaft komplett neu strukturieren und die vom Steuerdort mühsam erarbeiteten und zur Verfügung gestellten Ressourcen im Wesentlichen technologieorientierten Themen zuordnen. Und damit auch Deutschland auf Basis innovativer Technologien eine Chance im internationalen Wettbewerb auch in Zukunft sichern oder wieder sichern. 173 Genderlehrstühle, die der Steuerzahler aus mühsam erarbeitetem Geld finanziert, braucht kein Mensch in diesem Land. Und wir werden Risikokapital den notwendigen steuerlichen Freiraum einräumen. Das ist vielleicht etwas zu kompliziert inhaltlich, aber da die mit den Unternehmensgründungen in diesem Land wieder attraktiv werden. Wir müssen steuerliche Verluste, die wir in Startups investieren, mit Gewinn auf anderer Seite saldierbar machen. Sonst funktioniert das nicht. Das ist in anderen Ländern auch so. Bloß hier greift der Fit, wenn ich 1 Million irgendwo investiere, muss ich jetzt 2 Millionen verdienen.
erfolgreich verdienen. Das sind dann bei 10% Umsatzrendite 20 Millionen. Und wenn das Geld dann weg ist, ja, dann ist es weg, das interessiert den Fiskus nicht. Dann ist auch meine Steuer, die ich da bezahlt habe, weg. In den USA ist das anders. Da investiere ich diese Millionen in das Start-up, ohne sie zu versteuern. Und wenn das Geld weg ist, kann ich das aus Verlusten, aus Gewinnen mit anderen Unternehmen thesaurieren. Deswegen entsteht in diesem Land ja überhaupt nichts mehr. Plus die ganze Bevormundung. Es ist doch logisch, dass die Leute weggehen und die anderen nicht mehr kommen. Und wir werden Bürokratie und Beamtenschwämme eindämmen und die Staatsquote per Gesetz zunächst in einen Zielkorridor von ca. 40% justieren und ab 2035 dann gesetzlich auf 30% beschränken. Es kann auf Dauer nämlich nicht funktionieren, dass der öffentliche Dienst wie in den letzten zwei Jahren 630.000 zusätzliche Mitarbeiter einstellte, während die selben Zeitraum die wertschöpfende Industrie diesen ganzen Bürokratiewahnsinn am Ende bezahlen muss und über 80.000 Mitarbeiter abbaute. Und auch der aus Brüssel importierten Bürokratie. Das heißt, dem Einfluss der EU auf die Wirklichkeit der Menschen in diesem Land werden wir extrem harte Grenzen ziehen. Wir werden keine dem deutschen Parlament übergeordneten supranationalen Strukturen mehr akzeptieren, die sich anmaßen, dem deutschen Volk Vorschriften zu machen. Unter diesem Aspekt werden wir aus der WHO austreten und die Beschränkung unserer Freiheit durch Kontrolle und Pandemie beenden. Und wir werden dafür sorgen, dass Politiker in Zukunft für ihr Handeln persönlich haften. Wir werden uns der totalen Kontrolle des Bürgers durch die geplante Abschaffung des Bargeldes verweigern. Und wir werden zusammen mit unseren Freunden aus anderen europäischen Ländern mehr Elemente in ihre direkten Demokratie in die Politik einführen. Den 57% der Deutschen, die dieses Land am liebsten sofort verlassen würden, möchte ich zurufen. Mit eurer Stimme wird durch dieses Land nicht nur ein Ruck gehen. Mit eurer Stimme wird durch dieses Land demnächst ein politisches Erdbeben gehen. Ein Erdbeben, das den Maietau, der sich Herrn Merkel über dieses Land gelegt hat, zusammen mit Habeck, Faeser und Konsorten hinwegfegt. 57% in eine klare Mehrheit. Lasst es uns zusammen angehen. Auswandern. Und dieses Land den Politclowns zur Plünderung überlassen, ist keine Option. Dies ist unser Land. Dies ist unser Land und nicht wir müssen gehen, sondern diejenigen, die dieses Land dahin geführt haben, wo es heute steht. Treten wir gemeinsam an und stellen mit einer neuen Partei der bürgerlichen Mitte von links bis rechts bei der nächsten Wahl konsequent die Machtfrage in diesem Land. Ich danke euch. Wolfgang, vielen Dank für deine klaren Worte. So kann es funktionieren. Gemeinsam sind wir stark.